Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Es geht immer tiefer in die Geheimnisse und in die Missetaten unserer Gesellschaft. Das ist einfach nur traurig. Vor uns liegt Zobeks Büro, wie es aussieht. Ist es das oder ehe ich mich da gerade? Ich hoffe, es ist das. Wir sind jetzt immer noch in der gleichen Aufnahmesession, ne? Ich weiß nicht, wievielte Folge ich heute schon aufnehme. Ich glaube, das ist die fünfte oder sechste. Ich habe aufgehört zu zählen. Darin wurde irgendetwas aufbewahrt. Tür öffnen, bitte. Irgendein Bauteil, das entfernt wurde. Okay, so geht's auch. Schön. Schön, schön, schön. Ey, Leute, sehr schön. Die funktioniert halt mit Gewalt, ne? Das hat die Menschheit doch immer gemacht, oder etwa nicht? Zugreifen. Alpha Registry Master Datei. Intakt? Ja, sieht unbeschädigt aus. Worauf wartest du denn noch? Kopier die Datei. Damit kann ich die Registry der Urmutterluke wiederherstellen. Sie öffnen. Hineingehen. Und die Geheimnisse darin erfahren. Oh ja. Mein Geburtsort. Vielleicht. Da war ja was, ja. Vielleicht wer mich geboren hat. Wer? Bist du wirklich so naiv? Dort wird kein Wer auf dich warten, Aloy. Wie auch immer du auf die Welt kamst, es war ein Was, kein Wer. Du Bastard. Oh nein, ich hatte eine echte Geburt. Du, Aloy, bist die Schöpfung einer Maschine. Doch welche Maschine und warum? Warum bist du auf der Welt? Wir haben Probleme. Die Eklipse. Shit. Du musst verschwinden. Was du da hast, ist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Ja, dann hilf mir, verdammte Scheiße. Mann, muss ich alles machen? Oh, nee. Der Typi. Fuck. Oh, shit. Was? Hi. Wir kennen uns. Du lebst noch. Oh ja. Gut. Ich plane einen passenderen Tod für dich, Kind. Was? Plot Twist. Wo bin ich? Mein ganzes Leben wusste ich eines mit prophetischer Sicherheit. Dass ich zu Ehren kommen würde als ein Streiter der Sonne. Selbst bei Gerans Ermordung, selbst als Meridian fiel, habe ich nie daran gezweifelt. Bis du gekommen bist. Als ich hörte, du hast überlebt, nagte der Zweifel an mir. So sicher wie die Sonne jeden Tag ihren Lauf nimmt, sterben die, die ich töten soll. Doch diesmal nicht. Wie? Warum? Mit jedem deiner Angriffe, jedem Soldaten, der durch dich fiel, wuchs der Zweifel in mir weiter. Ich träumte immerzu davon, dir die Kehle aufzuschlitzen. Ein Schnitt. Ein schneller Zug mit der Klinge und du blutest aus. In so etwas bin ich sehr geübt. Warum zögern? Woher kam dieses Versagen? Oh nee, nein! Oh nee! Oh, die Erinnerungen, fuck. Ich muss es fragen. Ich will es nicht, aber ich muss es. Und was zeigt deine Narbe? Du hast es nicht geschafft. Ja, ich erinnere mich. Er kämpfte gut. Für einen Wilden. Sein Name war Rost. Und er war ein besserer Mann, als du es je sein könntest. Der bessere Mann ist der, dessen Gedärme nach dem Kampf nicht vor ihm liegen. Nein. Er war das nicht. Ich hätte dich töten können, bevor er angriff. Aber ich tat's nicht. Dieses Versagen verfolgte mich lange. Bei jedem Schritt. Erst als ich dich gefangen nahm. Unten an dem Ort. Erkannte ich endlich,
wie die Wege der Sonne den gesamten Verlauf der Ereignisse gekennzeichnet hatten. Du solltest damals auf dem Berg überleben. Ausgrabungen angreifen und meine Männer töten. Und ich sollte dich gefangen nehmen. Hier. Damit du als eine rituelle Opfergabe für die Sonne sterben kannst. Es ist alles, wie es sein sollte. Schicksal und Vorbestimmung. Wie verblendet kann man sein? Wie dumm. Ah, nee, ich hab für den Typen keinen Ausdruck. Er ist ein Narr, du wirst benutzt. Er ist einfach ein Narr. Er ist, du ist bist er. Ein Idiot. Ein gefährlicher zwar, aber ein Idiot. Oh ja. All dieses Gerede von Schicksal und Bestimmung. Hades redet bestimmt genauso, nicht wahr? Man hält dich nur zum Narren. Hades ist eine alte Maschine. Nicht der verborgene Schatten der Karja. Er schert sich nicht um Meridian. Er will einfach alles und jeden töten. Und du bist ein williger Sklave. Ich diene nicht dem verborgenen Schatten, sondern der Sonne im Schatten. Die Hälften der Natur, vereint für die Sache. Schatten zur Sonne, Dunkel zu Licht. Merkst du wirklich nicht, wie lächerlich das klingt? Statt einem irren, mörderischen König dienst du jetzt einer irren, mörderischen Maschine. Du steigst ab, nicht auf. Klar? Ich werde daran denken, wenn ich deine Leiche brennen sehe. Was davon übrig ist. Du begreifst es wirklich nicht. Du wurdest endlich besiegt. Und damit der Zweifel. Und aus einem festen Glauben wächst unbändige Kraft. Dann öffne den Käfig und stell dich der Probe. Prüf nach, ob es so kommt, wie du denkst. Der Kreis ist geschlossen. Jedes Element ist am richtigen Platz. Genau da, wo es hingehört. Die wilde Bestie, gefangen, wird ihren Zweck erfüllen. Als ein Opfertier. Ah, was übrigens Opfer angeht, das wollte ich noch sagen. Nach der Zerstörung des Eclipse-Netzwerks schickte ich Boten in den Osten. Sie sollten dort Truppen versammeln für den Angriff auf das Heilige Land. Ich befahl, alle Nora zu töten. Ich hatte gehofft, du wärst dort, aber... Naja, die Aktion war dann wohl doch unnötig. Nein, sind sie nicht! Sie sind nicht unwichtig! Was? Sie verstießen mich. Hä? Wieso? Aloy hat ja gar kein Mitgefühl für ihr Volk? Was? Da kann ich sehen, los ist Gemetzel. Warum Unschuldige töten, ganz ohne Gewinn? Reine Zeitverschwendung. Das stimmt. Ich bin nicht mal da, um zuzusehen. Wie dem auch sei. Ich könnte den Befehl auch gar nicht mehr zurückziehen. Da du ja unser Netzwerk zerstört hast, ist die Kommunikation mit meinen Truppen unmöglich. Du hast nicht nur dich verdammt, sondern den ganzen Stamm. Lässt sich darin nicht deutlich das flammende Urteil der Sonne erkennen? Dein Fokus. So ein mächtiges Gerät, nicht wahr? Und so zerbrechlich. Siehst du? Diesmal habe ich nicht gezögert. Das Messer hat schon zugestochen. Das kann nicht gut enden. Das kann auf keinen Fall gut enden. Ach du Scheiße. Wo sind wir gelandet? Im alten Rom oder wie? Was ist das hier? Gläubige, freut euch! Unsere Jahre im Schatten sind vorbei! Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht.
Und wenn es soweit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein. Und das heilige Meridian gehört wieder uns. Und ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache. Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag. Seht her! Scheiße, nein! Bleibt sitzen! Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Wie sonst könnten Schatten wie diese im Licht des Tages herumschleifen, wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden? Vor vielen Jahren, als der große Ring geweiht wurde, endeten viele Gläubige auf Anordnung des strahlenden Jiran unter den Hufen eines Behemoths. Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne, aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten. Lass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die Erste sein, die stirbt. Lass sie die Erste sein von Tausenden. Ich fühle mich gerade klein und mickrig. Ach du Scheiße, nein! Ah, was? Scheiße. Ich hab keine Blümchen, ich hab keine Kräuter, ich hab gar nichts. Ich hab nicht meine Rüstung an. Das ist unfair. Ich will mein Zeug, ich will einen Fernkampf. Ohne Waffen werde ich das Ding nie besiegen. Alle meine Waffen liegen oben auf der Plattform und ich komme nicht aus diesem Ring raus. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen. Welche Stärke willst du gegen ihn einsetzen? Scheiße! Ich wurde auch nicht gebaut, um einen Behemoth standzuhalten. Das ist verheerend. Okay, Säulenrahmen, okay, alles klar. Verpiss dich! Komm her! Komm, ramm das Teil! Ramm schon das Teil! Nice! Was? Okay. Sehr geil. Okay, nice. Will ich haben. Hab ich mein Zeug wieder? Ja, Mann! Nice! Jetzt können wir aufräumen. Ich bin bereit für den Kampf. Ah, Scheiße! Dir zeige ich's. Ich bin mir nicht ganz so sicher, Aloy. Keine. Nee! Ich scanne den einfach mal. Ich kann nicht scannen. Achso, der Fokus ist ja kaputt. Wir werden dir mal das meiste Zeug klauen. Oh, shit! Bringt jetzt der Sprengerpfeile bei dem irgendwas? Sie müssen etwas mit seinen Hühnern drücken. Versuch dir mir die Sachen zu klauen. Sind nicht wirklich viel. Okay, wir gehen in Angriff über. So, er soll brennen. So, er brennt, das finde ich sehr gut. Finde ich sehr sympathisch. Okay, ich habe gerade einen Heiltrank umsonst geschluckt. Ja, die sehen nützlich aus, Aloy. Das Teil ist zu schnell. Ich kann gegen den Teil nicht kämpfen. Alter, es ist so laut gerade auf meinem Ohr. Vielleicht finde ich bei diesen Kadavern ein paar nützliche Teile. Nee, brauche ich nicht. Shit! Das Teil überfordert mich gerade so heftig. Okay, wir bauen wieder Feuer. Mein Feuer hat echt was gebracht bei dem. Scheiße. Ich mag den nicht. Du sollst brennen, verdammte Scheiße!
Den habe ich verfehlt, den habe ich verfehlt. Wow. Du sollst da nicht brennen. Alter, das kann doch nicht sein, dass ich den verfehle gerade. Ja, craften wir nach, Aloy, keine Sorge. Den kriegen wir hin. Shit, 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 shit. Aber er brennt gleich wieder voll. Er brennt gleich wieder voll. So, er brennt. Sehr schön. Ich kann mich mal wieder voll heilen. Versuchen wir wichtiges Zeug zu... Ah! Schießen. Weg hier. Ah! Hier wird eben kein Risiko ein. Nee, auf keinen Fall. Der Ace ist mir zu heftig. Fuck you! Oh, ah! Alter. Oh shit. Ich bin nochmal weg, ne? Okay, wir müssen wieder nah ran an den. Typi. Muss brennen, verdammt! Jetzt fehlt noch das Feuer aus! Er brennt voll. Finde ich sehr gut. So, komm, drauf, der ist gleich down. Aua! Er ist down! Nice! Na, Helis, was sagst du jetzt? Was ist mit deiner Prophezeiung? Seid still! Und was ist Helis, hä? Was ist jetzt? Schatten, tötet sie! Oh nee! Oh nee, schon wieder! Nicht die schon wieder! Muss ich gegen die auch noch kämpfen? Tötet sie! Warum überlässt du es ihn? Hol mich doch selbst! Ja, Mann! Was? Ja! Alter! Was? Scheiße! Ja! Das sind unsere Dullis! Ja, Mann! Alter! Gänsehaut-Moment! Gänsehaut-Moment! Alter, was? Ah! Alter! Was? Das war eine Double-Hashtag-Epic-Folge. Was? Du bist hier. Ja, hi! Wirklich hier. Alter! Du hast dein Leben riskiert. Ja, natürlich. Wenn du stirbst, wird uns der Heilige Berg niemals seine Geheimnisse enthüllen. Dann hast du deine Zeit verschwendet. Helis zerstörte meinen Fokus. Und auch die Alpha Registry. Keineswegs. Ich habe jeden einzelnen Datensatz kopiert, während ich deinen Fokus überwacht habe. Ihre Installation auf einem neuen Fokus war ganz einfach. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Du machst es einem unmöglich, dich zu mögen, Silence. Aber den brauche ich wohl. Finden wir den Ort deiner Geburt. Vielleicht sogar den Grund dafür. Ja, finden wir die Maschine, die mich erzeugt hat. Das willst du doch sagen. Ich muss los. Warte. Ja? Ah, scheiße! Ich hab gerade wirklich so einen Gänsehautmoment. Alter, der Moment, wie er reingeritten ist in die Arena, das war so episch. Und dann auch noch das Aloy-Theme, was im Hintergrund gespielt wurde. Das war so, ah, geil! Ja, wie er mich gefunden hat, das ist einfach. Das brauchen wir nicht fragen. Du kannst Maschine überbrücken, ja, wahrscheinlich. Helis hat dich erkannt, das interessiert mich, ja. Helis hat dich im Sonnenring erkannt. Du sagtest, du hast die Eklipse unterstützt. Nicht, dass du den Mann kennst, der mich töten wollte. Jetzt weißt du es. Der Mann ist eine Bedrohung. Also tun wir, was wir können, damit er und Hades nicht siegen.
Gut. Wie konntest du mich denn finden, obwohl ich keinen Fokus mehr hatte? Wirklich, Aloy. Man muss kein Genie sein, um zu ahnen, dass Helis dich mittags in den Sonnenring werfen würde. Ich brauchte 2 Läufer, um es zu schaffen. Es hat geklappt. Und jetzt ab mit dir. Nee, ich hab noch Fragen, nö. Seit wann kannst du Maschinen überbrücken? Seit du diese Technik entdeckt hast. Ich musste für die notwendigen Teile natürlich einen Verderber vernichten. Aber du hast mir ja gezeigt, wie man das macht. Ein weiterer Vorteil davon, dich über deinen Fokus zu überwachen. Ehrlich gesagt, die zugrunde liegende Logik ist gar nicht so verschieden von den Riten der Banuk-Schamanen. Aber natürlich weiter ausgereift. Toll. Gern geschehen, schätze ich. Wie geil. Oh, ich muss den Noran helfen, auf jeden Fall. Ich werde gehen. Was es schlimmer macht, Helis hat Eclipse ausgeschickt, um das Heilige Land anzugreifen. Die Nora sind schon geschwächt. Sie haben keine Chance. Du solltest mit mir kommen. Auf gar keinen Fall. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. Was denn für... Warum frage ich eigentlich? Du sagst es mir eh nicht. Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich. Ich melde mich später. Und einstweilen. Falls du wieder ins Schatten-Kaja-Gebiet willst, habe ich hier eine Rüstung, in der dich niemand erkennt. Was? Du denkst wirklich an alles, was? Einer muss es ja. Aloy. Als du die Alpha Registry geborgen hast, unten im Zero Dawn Bunker. Ich war gemein zu dir. Ganz im Ernst. Ich hoffe, dass im Innern des Berges jemand auf dich wartet. Kein Etwas, ein Jemand. Yeah! Puh. Alles klar. Alles klar. Was war das für eine Folge, diese Momente? Ach du Scheiße, das ist mehr als eine Hashtag Epic Folge. Das Herz der Nora, neue Hauptquest, alles klar. Okay, kriegen wir hin, wie viel? 4000, laufen wir heute noch, in dieser Folge. Wo ist das Lagerfeuer? Ich will speichern, verdammt. Hä? War hier nicht irgendwo ein Lagerfeuer? Egal, da drüben. Ich will das Lagerfeuer, verdammt. Hä? Hey, achso, da. Ah, so schön. Speichern. Ah, schön. Leute, das war's mit der heutigen Folge von Horizon Zero Dawn. Das hat so geflasht einfach. Okay, ich kann es immer weiter wiederholen. Es wird nicht besser. Es ist einfach so. Ich liebe dieses Spiel. Danke. Danke, Guerrilla Games. Danke für dieses. Okay. Ich bedanke mich nach dem Let's Play, nach dem kompletten. Lasst eine Bewertung da, ein gutes Kombi. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal morgen, 15 Uhr Horizon Zero Dawn. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Ciao, Leute.